Hey, meine Rabauken, und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Lucky Blocks Battle. Heute mit dem Mercedes Special. Und nein, das ist leider kein Product Placement. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Für mehr solche Battles, Leute, den Abo-Button flanken nicht vergessen. Let's go! Willkommen auf der heutigen Map. Heute team ich wieder zusammen mit Awesome Elina. Hallo! Hallo, kannst du bitte mal normal Hallo sagen? Gegen Time zockt und gegen Laylee, die sind das andere Team, die können jetzt leider nicht antworten. Und wir zocken heute mit diesem wunderschönen Auto. Ah, das ist ein Mercedes. Okay, wirklich erkennen tut man das nicht mehr. Aber es war wirklich ursprünglich ein Mercedes. Im heutigen Battle haben wir zwei neue Lucky Blocks und um die möchte ich mich gleich mal kümmern. Und zwar haben wir auf der einen Seite die Flash Lucky Blocks. Das sind die hier vorne, nämlich diese schönen Teile. Ich weiß nicht genau, was die so Schönes können. Not Betty. Okay, ich habe schon mal eine 10er-Waffe, Elina. Okay, der sollte nichts tun, solange ich ihn nicht angreife. Wow, was? Nein, es ist runtergefallen. Oh Gott, es ist eine geile Waffe, Elina. Ich hole die mir. Oh Gott, da waren auch nochmal gute Rüstungen, aber ich will mir diese Waffe da holen. Ich bringe einfach mal runter. Okay, was haben wir hier Schönes? The Cumbersome Crimson. Ja, das ist eine 11er Damage-Waffe gerade mal. Dafür habe ich mich hier jetzt in eine gefährliche Situation begeben. Ist ja mies, du. Die Flash Lucky Blocks waren relativ enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt aber noch die anderen neuen und das sind die Pink Lucky Blocks. Diese schönen Teile hier nehme ich. Gucken wir mal, was die so Schönes können. Okay, das war wenig durchdacht von uns beim Bauen, Elina. Was? Wenn man die abbaut, fliegen die instant runter. Das sollte aber so gehen. Okay, Häschen. Okay, was haben wir? Ein Brunnen, was kommt da raus? Gold. Ey, Gold ist eigentlich ganz nice für OP Gold. Der Fisch schnappe ich mir mal. Oh, ein Lucky Villager. Ich muss sagen, sowohl die pinken als auch die Flash-Lucky-Blocks. Oh doch, jetzt habe ich was Geiles bekommen. Zwei geile Sachen, glaube ich sogar. Ich habe die... Wow! Oh mein Gott, Elina! Ich habe die Ultimate-Lucky-Pink-Boots bekommen. Und die... Okay, eine Glück-3-Spitzhacke. Die ist nicht so geil. Ui, ui. Oh, Alter, wie es am Rumlegen ist. Mann, oh, wie schnell ich da bin. What the fuck, da liegt sogar bei mir. Oh Mann, das ist ja wie so ein Timolia-Hacker-Kit, wenn man so Speed... Alter. Okay, das ist auf jeden Fall relativ geil. Oh Gott. Also wenn du Level brauchst, sind die Pink Lucky Blocks definitiv die richtige Variante. Oh, da habe ich dir gleich doch einen Gun. Nein, ich habe... Nein. Ich habe fast die OP-Boots weggeschmissen. Okay, ich würde aber sagen, wir müssen echt wir müssen gewinnen, Elina. Wir haben schließlich letzte Runde gewonnen. Jetzt müssen wir unseren Titel verteidigen. Nein, ich bin runtergefallen. Elina, es ist ja ein bisschen ernst bei der Sache, ja? Es geht hier schließlich auch um nie endenden Lucky Block Ruhm. Mann, es fällt alles runter, Elina. Das haben wir äußerst unclever gebaut. Spyro sind an und für sich ja eigentlich auch relativ nice. Alter, ich krieg so viele Level, Elina. Ich kann für uns dreimal verzaubern. Nein! Elina, wir sind die Behindertsten. Ich habe einen Spyro-OP-Helm gedroppt bekommen und der ist einfach runtergefallen. Ich konnte nichts dagegen tun. Nein! Jetzt habe ich die Schuhe bekommen und die sind runtergefallen. Ich gehe jetzt hier weg. Oh, Alter, der Hase greift mich an. Nee, ich gehe jetzt da weg. Es reicht mir. Ich habe irgendwie Jump-Boost. Ich weiß nicht, wieso. Oh, Alter, da geht's ja ganz schön bergab. Wow. Ich habe den Grimm. Greift er mich an? Oh ja, der greift mich an. Tschüssi, ich zieh rein. Hier baut einfach jemand Virtual Force nicht ab, obwohl der die bekommt. Anfänger! Astral Lucky Blocks haben wir ja auch verbaut. Wusste ich gar nicht. Okay, oh Rainbow. Zack. Oh, was ist das? Jump? Okay, das ist ein Jump Orb. Also sprich ein... Okay, jetzt haben wir permanent Sprungkraft 2. Geil. Oh, das sieht mir nach einem coolen Schwert aus. Master Sword. 13 Damage. Komm, sag bitte, da ist ein OP-Goldäpfel drin in der Kiste. Wir brauchen die... Oh mein Gott, Elina, ich bin der Level-Boy in dieser Runde, aber ohne Witz. Ich habe schon 26 Level und jetzt habe ich einfach noch 100 Erfahrungsfläschchen dazu bekommen. Plünderung 666. Okay, das bringt uns in den PvP-Kampf. Wow, leider nicht so viel. Okay, die Perry Dot oder Crystals oder was auch immer das ist, die haben wir aber schon. Oh, ein Kettensägenschwert. Oh, ich habe ein 37er-Schwert, Elina. Ich hab 40er. Ich und das gibt mir doppelt... Ja, aber meins gibt mir doppelte Herzen. Also waffenmäßig sind wir schon gut dabei. Aber es gibt halt auch so tausende Angriffswaffen. Aber die Frage ist halt, aus welchen Blöcken... Aus den Delta-Blöcken kann man halt, glaube ich... Energy Sword, 17 Damage, ist deutlich schlechter. Also ich habe halt... Ich glaube, aus den Delta-Blöcken kann man die Illuminati-Sachen bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht... Oh mein Gott, das Schwert sieht geil aus. Ist das etwa... Ah, oh, Glasblade, 20 Damage. Oh, hier kann ich Lucky Blocks abbauen, ohne dass die runterfallen. Okay, ich habe eine Potion bekommen. Ist schwer zu sehen in meinem Inventar, was ich da gerade bekommen habe. Egal. Oh Gott, Mega Sword. Ey, wenn ich den kille, Elina, ich brauche deine... Ich bin gefangen. Die haben den gekillt und da liegt der Stuff rum.
Warte. Wo ist er? Ja, ich hab's geklaut! Ja. Jawohl! Nein, eins liegt noch hier. Wo? Die haben mich gekillt, die Schweine! Aber ich habe zwei Sachen geklaut. Bam, bam. Das Problem ist, Selina, ich habe jetzt vor lauter Hektik diese Ultra-Speed-Boots leider weggeschmissen. Aber dafür habe ich zwei OP-Items klauen können. Ich habe eine Fantasia. Nein, sie haben mir die Fantasia-Rüstung geklaut. Oh nein, das war die Rache, Alter. Da muss man echt aufpassen. Ich kill, das bringt auch nichts. Ich meine, okay. Ich hab ihn. Ach nee, das bringt ja nichts. Krieg ja deine Sachen. Ja, eben. That's the problem. Nein, Mann, das war die Rache für meinen Diebstahl, verdammt. Du bist so ein Opfer. Oh, der Brunnen wurde noch nicht aktiviert. Sterne, oh, nicht so geil. Welche Blöcke kann man sich denn immer noch mal gönnen? Ich überlege gerade. Also die Spiral oder Phantasia. Wir bräuchten halt vielleicht volle Sirius. Hast du Sirius? Wir brauchen ja, Sirius. Ja, ich habe ganz viel Sirius. Echt jetzt? Oh mein Gott. Ich habe einen OP-Apfel-Job. Ich habe 64 OP-Äpfel. Ich habe einen Bogen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Phantasia Bow of Elimination. Ich glaube, das ist dieser OP-Bogen. Kommen die Dark Sides. Die müssen doch hier noch ein bisschen was droppen, ein bisschen was Geiles. Eine Kiste? Ah. Oh, das war ein spezieller Helm. Ach komm, den schaue ich mir mal an. Vielleicht ist der ja OP. Man weiß es ja nie. Der ist OP! Was machst du denn hier? Oh, ich habe ihn One-Hit weggeschlagen. Ich habe ein Schwert mit 41,12 Schaden. Ja, wir brauchen 1000 der Schwerte, Elina. 1000. Ich habe einen Oxygen-Tank. Ich habe Phantasia. Wir sind reich. Oh, ich dachte immer bei dir, dass du die Mega-OP-Items bekommst. Phantasia, aber die Berries, weißt du, wie geil die sind? Ja gut, aber ein 1000er Damage-Schwert war ja schon besser. Welche Blöcke könnte ich mir denn noch zum Abschluss mal gönnen, Elina? Also die normalen Lucky Blocks, die spare ich hier mal raus, du. Die sind da, glaube ich, nicht so geil. Die haben es nicht so gebracht, muss ich ehrlich sagen. Na, nee. Da, was bleibt uns denn da noch übrig? Die Delta, die Flash haben mich komplett enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Oh, jetzt haben die OP-Goldäpfel gedroppt. Ey, ich bin der OP-Goldapfel-Bunker des Jahrhunderts. Ich habe einfach über 100 OP-Goldäpfel. Hier, die Rainbow, die sind doch eigentlich ganz geil. Oh, nice, ich habe die Schutz-Damage 15er Boots. Ey, ich weiß nicht, was ich wegschmeißen soll, ne? Es ist alles OP. Timezock chillt erstmal komplett in der Lava, juckt ihn gar nicht. Wow, Alter! Wieso springe ich so hoch? Ach, weil hier oben so eine Festung ist. Wow, wie geil der Mercedes von oben aussieht. Warte, ich bin hier unten. Wie hoch ich einfach springen kann. Das sieht so nice aus. Das ist ja so cool. Okay, ich kann hier halt jede Menge abbauen. Stell dich mal unter die... Wobei, eigentlich brauchen wir das gar nicht. Wir haben eh genug. Unter die Plattform? Ja, aber wir haben eh die ganzen OP-Items. Da brauchen wir das eigentlich gar nicht. Okay, ich gehe mal runter. Uiuh. Die Spirits sind auch immer für den Trank gut. Ah, nur tatsächlich reinster Schrott. Oh, Spiral Longbow. Nein, was soll ich wegschmeißen? Es ist absolut alles OP in meinem Winter. Demolisher brauche ich ja so gesehen. Oh, Triple Spiral Lucky Longbow. Das hört sich ja heftig an, Alter. Einen letzten Block gönne ich mir noch, weil mein Inventar ist wirklich so voll, es macht gar keinen Sinn mehr, weiter Blöcke zu öffnen. Ich kann sowieso nichts aufnehmen, aber einen Spiral-Block, Leute. Was jetzt richtig geil wäre, wäre so eine Lucky Spiral Chestplate, Elina. Das wäre richtig cool. Und? Mhm. Ah, eine dumme Spitzhacke. Okay, Leute, dann rüsten wir uns jetzt aus. Und dann gibt's das 2 gegen 2 PvP-Battle. Meine heutige Ausrüstung besteht aus meinen geklauten Spiral Lucky Helm und Lucky Leggings. Die sind extrem stark. Dazu habe ich mir die Sirius Chestplate und Sirius Boots gecraftet. Und was mein Schwert angeht, habe ich das Yukaris Massacre, das mir extra Herzen verleiht. Wie man sieht, den Triple Spiral Lucky Longbow, ein Haufen nice Tränke, Phantasia Berries, OP Goldäpfel, normale Goldäpfel und so weiter und so weiter. Und jede Menge Bäckerbrüstung. Wir sind gewappnet und jetzt beginnt das Battle. Let's go! Du hast ja Instant Phantasia. Alter, du bist voll schnell. Warte, ich muss auch erstmal meinen ganzen Stuff essen. Ich würde sagen, wir gönnen uns Instant Tränke, oder? Also ich mach's zumindest. Ich habe so viele Herzen, Elina. Das ist ja nicht mehr. Ich habe so viele Herzen. Ich greife an, Elina, hilf mir! Ich komme! Die haben halt Phantasia-Rüstung. Aber ich weiß nicht, ob Sirius besser ist. Renn weg! Nein! Ich hab gesagt, renn weg. Das kann doch nicht sein, dass sie so OP-Stuff haben. Timezock bewegt sich nicht, Elina! Aber das juckt ihn eh nicht, weil er keinen verdammten Damage kriegt. Hey, Le. Was? Wow, Alter, also, wow. Wow, weggebeten. Hat er wieder rumleckt. Ich weiß runter. Ich hab sie gleich. Jawohl. Ja. Nice, Elina. Okay. Aber ich bin halt schon zweimal gestorben. Der Timezock ist irgendwie am Rumlecken oder so. AFK-Kö. Ich hatte doch so einen Rückstoßstick. Den habe ich weggeschmissen. Ich bin der dümmste Spieler auf der Welt. Nein. Ich hab sie nochmal runtergeschmissen.
Ist eigentlich so richtig lame. Der Timestone kriegt man in 100 Jahren nicht tot, Mann. Diese Phantasia-Rüstung ist nicht mehr normal. Wir müssen die runterschlagen, das ist unsere einzige Chance. Aber Timestone kriegt halt kein Knockback. Nein, oh, ho, ho, ho. Layla zieht mir so viel ab. Ja, jemand hat auch noch OP-Gott-Äpfel und so, ne? Kann man zerknieken. Irgendwas ist kaputt gegangen. Ich bin raus. Ich bin auch raus. Mann, die waren so OP ausgerüstet, ey. GG. Haben sie gut gemacht, da haben wir auf jeden Fall leider verloren. Aber hey, beim letzten Mal haben wir immerhin gewonnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da für mehr solche Battles und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr sowas sehen möchtet. Und wir sehen uns morgen, Leute. Haut rein. Tschüssi.